Aber jetzt müssen wir bremsen. So, wollte ich euch einmal zeigen, wie sich das dann anhört, wenn sie sagen, oh. Das erste Mal, dass sie jetzt bis jetzt gemeckert haben, glaube ich. Erste oder zweite Mal sogar. Ich glaube, das erste Mal aber. Also bei der Fahrt jetzt. Bei mir meckern sie mehr, wenn ich fahre. So. Aus einer Verspätung von einer Minute machen wir eine Verfrühung von 0,8. Wenn nicht sogar noch 0,9. Jo, 0,9. Und noch eine Minute, komm. Nee, 0,9. Sag ja, und das ist diese Sache. Wenn du da Verspätung hast, kannst du sie genau an diesem Punkt wieder gut machen. Und jetzt ist diese Sache. Jetzt ist, kommt diese Wartezeit hier. Weil dieses Stück da vorne ist gleich 100 erlaubt. Da bin ich gestern mit 50 gefahren. Mit 50, ja? Und habe trotzdem noch eine Verfrühung immer plus gekriegt. Hab gedacht, wie geht das? Wenn 100 erlaubt ist und ich nur 50 fahre, soll ich 10 fahren, dass ich genau 0,0 mache. Im Dunkeln ist es cool, wenn man hier an Aral vorbeifährt, bin ich gestern gefahren, dann hat sie blau geleuchtet und dann leuchtet hier die Straße auch schön blau. Sah nicht schlecht aus, also echt, ich sag ja, die Map ist geil gemacht. Man kann nichts sagen, die Map ist geil. Glaubt ihr, wenn ihr sie wirklich spielt, wenn ihr nur diese Standard spielt jetzt hier, Spandau da, denkt ihr in einer Zeit, boah, Mann. Aber fahrt ihr die hier? Ja, doch, dann macht das hier schon ein bisschen mehr Spaß. Weil hier hat man, wie gesagt, Vielfalt. Hier kannst du 6 Linien fahren. Und in der anderen vielleicht mal nur eine, weil du den Fahrplan nur von der einen hast. Glaube ich zumindest. Da stehen noch 2 andere, aber ich könnte die anderen Routen nie auswählen. So, fahren wir jetzt mal hier mit 60. So, da sehen wir in unserem Bus, Autobahn. Wir fahren hier schön Linie. Wow. Das war jetzt, weil ich die Kamera bewegt habe. So. Ah. Ja, das Bremsen sind gleich hier. Ich sag's euch. Deswegen gehe ich schon nach links rüber. Weil die gleich alle rechts bremsen, weil sie die alle reinlassen. Seht ihr? Jetzt bremsen sie. Na, Glück gehabt. Gestern standen sie hier auf einmal. Weil sie die nicht reingelassen haben. Ich muss aber gleich noch rechts rüber. Scheiße. Da habe ich mich jetzt angekackt. Scheiße. Ah. Hallo. Danke. So habe ich noch mal ein bisschen nett. Echt, ey. Fahr gestern rechts, wird angekackt. Was los? 2 Minuten Verfrühung. Seht ihr, das ist das wieder, was ich meine. Wir sind nicht mal schnell gefahren. Wir sind 60 diesmal gefahren. Von erlaubten 100. Die ich hätte aber auch nicht fahren können. Ich glaube, was schafft der Bus 85? Aber es reicht vollkommen. Also. So, jetzt machen wir den Bus voll. Ein paar steigen aus. Eine Menge steigt ein, glaube ich. So war das doch, ne? Oder? Doch nicht? Schade. Ja, komm zu mir! Jawoll! Ach ne, lass mir die Tür mal noch offen vorne. Jawoll! Oh. Wie gesagt, wenn euch auch dieses Video oder so gefällt, ne? Was ich eigentlich beim anderen Video gesagt habe, stimmt, fällt mir jetzt wieder ein, weil ich ja nicht hochgeladen bekommen habe. Ich würde gerne für euch Microsoft Flug Simulator auch noch spielen. Ich weiß, ich habe jetzt mehreres angefangen. Minecraft, Landwirtschaftssimulator, aber ich glaube Landwirtschaftssimulator. Ah, weiß ich nicht, ob ich es weitermache. Gucken. Aber das hier werde ich weitermachen, weil den spiele ich gerne jetzt hier. Wie gesagt, und ich würde gerne vielleicht, wenn ihr das wollt, Microsoft Flug Simulator für euch gerne machen. Nur, ich habe in einem anderen Video gesagt, schreibt mir einen Link rein, was soll denn der Kack? Nein. Schreibt mir bitte 2 Flughäfen hin, die ihr kennt, die auch etwas größer sind. Beispiel Hamburg-Berlin, wollte ich Hamburg-Bremen, so. Mittlere, ja, Berlin geht auch. Ich meine nur, ich würde für euch das erste Mal, um das euch nochmal zu zeigen,
Hamburg-Bremen fliegen. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr auch, wie gesagt, oder ihr kennt das von anderen Videos, wollt halt von mir das mal sehen. Ja, schreibt es gerne rein. Ich fliege das gerne für euch. Weil ich mache ja Videos für euch, damit ihr ein bisschen unterhalten werdet. Also, so ist das ja nicht, ne? Wie gesagt, gebt ihr mir dann Bescheid. Und ich weiß nicht, ob es jetzt in der Aufnahme so ist. Wenn es ist, dann tut es mir leid. Und ich sage es jetzt erst zu spät. Sorry. Wenn das mit meinem Mikro gerade nicht geht, dann tut es mir leid, weil das Mikro ist ein bisschen kaputt. Sorry. So, Tür zu. Ja, und ich glaube, ich zeige euch im nächsten Video vom Omnibus Simulator die Linie 50 und ich glaube, die werde ich auch nochmal mit dem Solaris. Nächste Haltestelle, Schildkürenstraße. So, mit dem Solaris Urbino 12 werde ich die wohl auch noch fahren. Und gucken, was ich dann fahre, ob ich für euch die 40 fahre von Diakon. Warte mal. Das ist doof, da zu fahren und zu gucken. Junge. Das haben die gestern auch gemacht. Diakonisen Krankenhaus nach Hauptbahnhof. Nee, Nordbahnhof, so war das genau. So, gucken, geht das hier? Geht das hier sogar? Nein, es geht nicht. Schade. Los da. Oh, steigen auch fast wieder alle aus. Guck mal, hier sieht aus, seht ihr den Mann da? Das ist, wenn er so eine lange Haare hätte. Haha. Weil die Frau in ihm steht. Also nicht, dass ihr jetzt falsch verstanden habt, weil die Frau in dem Mann stand. Nicht, dass der Mann jetzt einen stehen hat. Nicht, dass ihr es jetzt so verstanden habt. Ja, es gibt ja heutzutage die Leute, die nur noch mit Absicht zweideutig Sachen was zwei Sachen zweideutig verstehen wollen. So, Mann. So, steigt hinten aus, alle. Hallo. So, Verspätung wieder aufholen. 03, das macht Spaß. 04. Vollgas. Vorletzte Halt und das war's dann wohl schon erstmal, ne? So, biegen wir da gleich rein in die Straße. Achso, und das wollte ich euch auch mal sagen, würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, weil wenn ich sehe, dass welche gerne meine Videos sehen und das halt auch abonnieren, wie gesagt, und gerne sich die angucken, ne, umso mehr freut mich das und umso mehr mache Videos würde ich auch für euch machen. Nur wenn ich sag mal so, vielleicht jetzt, was ich jetzt momentan habe, ein Abonnent. Okay. Ist auch okay, ein Abonnent. Dafür sage ich auch danke. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wer es ist, aber danke für denjenigen, der mich abonniert hat momentan. Und wie gesagt, guckt euch gerne die Videos weiter an. Es würde mich, wie gesagt, nur freuen. Ich mache es ja nur für euch. So, wie gesagt, das war jetzt der Endhalt Neuendorf Rheinhausen. Wie gesagt, wir sind von der Gesellschaft RVB und ich glaube, das heißt Rheinhausen Verkehrsbund, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Na, wie gesagt, das war's jetzt fürs erste Mal. Bleiben wir jetzt hier noch stehen. Und wir sind früher da. Haha, 02. So, hier sehen wir nochmal den Fahrplan. Ja, wenn ihr den sehen wollt. Ich gucke mir nie an. So, Status ist überall okay. Was will man mehr? Achso, und wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet, weil ich habe manchmal ein Problem, dass sich bei mir die Anlage hier alles ausschaltet. Und nein, ich habe nicht das hier gedrückt. Ist einfach die Anlage aus, ich kann die Tür nicht mehr steuern, nichts mehr, obwohl die Anlage an ist. Wie gesagt, wenn ihr mir wisst, wie, was, ja, woran das liegt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich habe fast eine Fahrt mal fertig gehabt und musste dann wieder neu starten, weil das so halt ist, ja. Jetzt bleiben wir hier stehen, machen das aus, gucken, glaub, schreiben kann ich es nicht, oder? Ne, ich glaube, das geht nicht so einfach. Passiert da was? Nein, schade.
Ich wollte eigentlich schreiben, danke und ja. Warte mal. Augenblick mal. Ne, Linie 2, nicht Linie 1. Route 2. Reinhardshof. Reinhardshof, Freiheitsplatz. Oh, jetzt muss ich die Linie neu auswählen. Linie 0, 1. 0, 0, 0. Kommt jetzt nicht mehr die 10 da. Schreiben wir jetzt gerne selbst die 10 rein. Okay. So, jetzt ändert er das leider, weil ich es leer habe. Aber es ist nicht schlimm. Gehen wir nämlich wieder auf Route. Route 2. Eingabe Reinhardshof. Reinhardshof Freiheitsplatz. Mann. So. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr es abonniert oder euren Freunden weitererzählt und die dann vielleicht das auch abonnieren. Wie gesagt, ich mache gerne für euch Videos und ja. Vielen Dank und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, feiert nicht so hart und schaut euch noch meine Videos weiter an. Wie gesagt, in diesem Sinne, schönen Tag noch und tschüss.